So, da sind wir wieder. Wir machen weiter mit einer Reaktion. Ich habe mir mal ein paar Videos rausgesucht zum Thema Kuba. Die sind teilweise schon ein bisschen älter, wie das hier jetzt ist zum Beispiel. Das ist ein Jahr alt. Aber ich sag mal, alles, was jetzt kurz vor und während Corona, beziehungsweise jetzt aktuell noch stattfand oder stattfindet, ist, denke ich mal, wert, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Von daher haben wir hier jetzt einen etwas kleineren Kanal, so wie meiner letztendlich auch. Genau, und da gucken wir jetzt mal rein. Tipps für eine Kuba-Reise, das solltest du vor einer Reise wissen. Na ja, dann schauen wir mal rein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Tipps, die ihr am besten wissen solltet, bevor ihr nach Kuba reist. Schon mal Kommen wir gespannt. zum ersten Tipp. Wenn euch ein Kubaner oder eine Kubanerin mit Hola Amigo oder Hola Amiga anspricht, dann haben sie immer einen Hintergedanken. Also fallt nicht drauf rein und lauft einfach weiter. Ich weiß, anfangs ist es komisch, aber ja, wenn ihr kein Geld verlieren wollt, dann lauft am besten weiter. Und damit kommen wir gleich zu Tipp Ja, 2, was wir im Kopf kann man. Ich überlege gerade, ob man es so überhaupt unterschreiben kann oder nicht. Grundsätzlich ist es richtig, ne? Also vieles natürlich entsprechend auf Geld aus. Dann ist es halt nochmal eine Möglichkeit, an Geld zu kommen und meistens auch eine relativ einfache Möglichkeit. Ne? Wenn schon Touristen irgendwie vor Ort sind, die ein Vielfaches mehr an Geld haben, dann kann man da sicherlich sein Glück versuchen. angekommen sind, haben uns gleich mehrere Kubaner darauf angesprochen, dass heute ein Zigarrenfestival stattfindet und dieses geht nur bis um 12 Uhr und es ist nur heute und es findet nur einmal im Jahr statt. Und ja, wir waren den ersten Tag da und wir wollten jetzt auch nicht unhöflich sein und gleich sagen, nein, nein. Deswegen haben wir es uns mal angehört, aber dann sind wir in eine Nebengasse gegangen und er hat gesagt, ja, komm hier rein und das war so ein Haus. Und da sind wir durchs Tor und dann durch die ganze Wohnung, nach hinten durch. Dann geht er zu einer Tüte und packt so Sachen aus. Und wir dachten so, okay, wo sind wir jetzt gelandet? Und hat halt ein paar Zigarren rausgeholt und wollte die uns halt verklickern. Aber es gibt kein Zigarrenfestival, das ist einfach so eine Masche. Und nicht drauf reinfallen und auch am besten nicht in so eine Wohnung reingehen. Wir sind dann auch gleich schnell wieder raus. Nächster Tipp. Also die Geschichte mit dem Zigarrenfestival, die habe ich schon Jahre nicht mehr gehört. Ich war mir jetzt auch gar nicht bewusst, dass das immer noch so aktuell ist. Also ja, man versucht immer noch so Zigarren natürlich zu verkaufen, aber so mit diesem, genau mit diesem Grund, mit diesem Argument, dass es halt ein Festival dazu gibt, das habe ich schon Jahre nicht mehr gehört. Aber gut, gut zu wissen, dass das anscheinend immer noch so ist. Aber ja. Wie scheint, sind diese Tipps für eine Kuba-Reise gehen eher so ins bisschen ins Negative. Wir haben jetzt zwei Punkte gehabt bisher, die halt einen vor negativen Sachen schützen sollen. Aber wir gucken mal weiter. Und zwar gibt es zwei Währungen in Kuba. Einmal Gut, den Punkt können wir ja schon mal zum jetzigen Zeitpunkt revidieren, denn ein Zwei-Währungssystem gibt es nicht mehr. Na, von daher wird dieser Punkt, den sie jetzt sagt, wahrscheinlich nichtig. EUP für die Einheimischen und einmal CUC für die Touristen. Und ein CUC sind 25 CUP. Also da müsst ihr richtig aufpassen, wenn ihr im Supermarkt seid und dann zahlt, dann müsst ihr immer auf das Rückgeld schauen, ob es auch wirklich CUC sind und nicht CUP, weil das wäre dann viel weniger, als ihr eigentlich hättet zurückbekommen sollen. Und zwar haben wir mal Wasser gekauft und vor uns waren dann auch so eine Gruppe Mädels und die wollten dann auch zahlen und dann hatten sie aber CUP und sie wussten das gar nicht. Dann hat die Verkäuferin gesagt, nee, sie nehmen kein CUP, die nehmen nur CUC. Ja, die waren auch sehr erstaunt. Wahrscheinlich wussten die das noch nicht, dass es zwei Währungen gibt und wurden dann halt irgendwo abgezockt. Die Geschichte ist jetzt aber auch gerade eine Annahme von ihr. Das, vielleicht haben sie auch einfach, weiß ich nicht, bei der Kadeka oder wo sie sich Geld getauscht haben, halt einfach die falsche Währung getauscht.
Das kann durchaus sein, weil was ich bisher mal mitbekommen hatte, war halt gerade bei den Wechselgeld, dass da eigentlich oftmals, also es ist mir noch nie untergekommen, dass da irgendwie eine falsche, die falsche Währung halt zurückgegeben wurde. Man will es jetzt natürlich nicht ausschließen, ne, aber jetzt halt in dem Video kommt mir das gerade so ein bisschen, wie gesagt, komplett negativ rüber. Von daher, das war jetzt natürlich reine Annahme ihrerseits. Ladet euch alle Apps, die ihr verwenden möchtet, auf jeden Fall in Deutschland runter. Denn in Kuba klappt es nicht. Da hat man keinen Zugriff auf den App Store. Also da kommt dann immer eine Fehlermeldung. App Store ist in diesem Land nicht erlaubt. Ja, das wussten wir leider auch nicht. Und wir hätten gern ein paar Apps noch drauf gehabt, um es alles ein bisschen einfacher zu machen. Also zum Beispiel eine Okay. Spanisch. Offline-Übersetzungs-App, das wäre ganz hilfreich gewesen. Aber ja, wir sind auch so durchgekommen. Kommen wir gleich. Okay, also das war jetzt so der erste hilfreiche Tipp, würde ich fast sagen. In Anführungsstrichen, weil letztendlich ja braucht man eine App. Ja. Entweder man hat halt ein Übersetzungsbuch dabei, wenn man letztendlich nicht Spanisch spricht, ne? Oder man ist halt natürlich vorbereitet, wenn man in ein fremdes Land geht, dass man da irgendwo sich vielleicht in eine entsprechende App runterlädt. Also denke ich zumindest. Ne? Also man bereitet sich da irgendwo vor. Aber gut, vielleicht hat man den Punkt irgendwo vergessen, dann wurde man überrascht, dass es da mit dem Internet ein bisschen schwieriger aussieht oder generell halt auch mit dem App Store. Okay, sei es drum, aber das war nochmal ein Punkt, dass man in der Vorbereitung sich auch entsprechend diesbezüglich vorbereiten müsste. Dazu, welche Apps ihr am besten runterladen solltet, um euch die Reise einfach zu vereinfachen. Und zwar ist es die Maps.me. Das ist eine Offline-Map und die hat uns so viel erleichtert. Also das sind fast alle Restaurants, Hotels, Bars, also eigentlich so ziemlich alles drauf. Und dann kann man Bewertungen gleich darunter lesen, wenn es da welche gibt. Und auch beim Essen gehen hat es uns sehr geholfen, weil wir uns dann immer erst informiert haben, wo es gut ist, wo es vielleicht zu Komplikationen kam. Und deswegen war das wirklich unsere Rettung, diese App. Und die würde ich sehr, sehr, sehr weiterempfehlen. Unterschreibe ich so. Nächster Tipp wäre, nehmt euch auf jeden Fall immer Klopapier in den Rucksack oder in die Tasche. Unterschreibe ich auch. Weil dort ist es nicht so wie hier in Deutschland. Die Klos sehen auch nicht so aus wie hier in Deutschland. Klopapier auf öffentlichen Toiletten habe ich jetzt noch nie gesehen in Kuba. Deswegen ist es immer ganz gut, ein bisschen Klopapier dabei zu haben. Wenn zum Beispiel eine Reinigungskraft vor der Toilette sitzt und ihr dann ein bisschen Trinkgeld gibt, dann holt sie Klopapier aus ihrer Tasche und gibt euch ein bisschen. Also so geht's auch. Aber es ist nicht immer eine Reinigungskraft vor der Toilette. Nächster Tipp. Nehmt euch auf jeden Fall genug Sonnencreme mit, weil uns ist es leer gegangen und wir hatten Glück, dass wir in so einer Stadt waren. Das war Varadero und es war eher so eine Touristik. Wir hatten Glück, dass wir in so einer Stadt waren. Varadero. Ja, gut. Ja, wer halt empfindlich ist, also hautempfindlich oder sonnenempfindlich, sollte auf jeden Fall genug Sonnencreme einpacken. Das ist auch klar. Ne? Das wäre dann hier in Deutschland bei Sonne auch nicht anders. Aber da ist ja nochmal was anderes, stärker und halt auch langanhaltender, die Sonne. Denn Sonnencreme kann sehr, sehr teuer sein in Kuba. Stadt. Da hatten wir Glück, dass es da sowas wie eine Parfümerie gab. Und dort haben wir dann Sonnencreme gefunden, aber es hat 20 Euro gekostet und es war so eine kleine Tube. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, genug Sonnencreme mitzunehmen, weil wir hatten Glück, dass wir in der Stadt waren, aber sonst findet man nicht so leicht Sonnencreme. Ja, das wird dann ein Tagesausflug, eine Sonnencreme zu suchen. Dann kommen wir schon zu den Supermärkten. Die Supermärkte sind in Kuba ganz anders als in Deutschland. Wir hatten einen gefunden, der so ähnlich war. Aber es war auch der einzige und es war auch wieder in dieser Touristenstadt Varadero. Sonst waren diese Supermärkte ganz anders. Als nächstes. Ja, also ich weiß, was sie meint, aber sie sagt es nicht. Ne? Sie sagt einfach nur, die sind anders. Aber inwiefern?
Das hat sie jetzt so nicht benannt. Ja, also grundsätzlich klar, man hat halt weniger Auswahl, wenn überhaupt irgendwas da ist. Die Preise sind halt anders strukturiert. Dinge, die bei uns billig sind, sind dort halt teuer und umgekehrt kann es genauso sein. Der Einlass ist halt anders kontrolliert. Ja, also alles ist natürlich doch anders, aber sie sagt halt nichts dazu. Kommen wir zum Internet. Und zwar muss man, um ins Internet zu kommen, erstmal eine Wi-Fi-Karte kaufen. Und dann gibt es da verschiedene Spots, also so Parks, wo man dann Internet hat. Und dann gibt man den Code, was auf der Karte draufsteht, einfach ein und hat dann für eine Stunde Internet. Auf jeden Fall ist es da nicht so üblich, in jedem Haus WLAN zu haben. Und man muss höchstwahrscheinlich immer in einen Park gehen. So, jetzt kommen wir zum guten Essen. Und zwar müsst ihr da wirklich aufpassen, was ihr esst. Sonst könnt ihr nämlich ganz schnell Magenprobleme bekommen. Wir haben es immer so gemacht, dass wir auf Gastrolabs.me geschaut haben bei den Bewertungen, welche da wirklich gut sind und welche eher nicht. Und haben uns dann eigentlich immer darauf verlassen. Also schaut euch am besten einfach das Restaurant mal an. Und ja, das Essen ist dort sehr günstig. Ihr könnt da für 5 Kuck pro Tag gut satt werden. Was ich Aber jetzt hat es ja auch nicht gesagt, also ist ja auch eine Unterstellung. Ne? Also ja, grundsätzlich sollte man gucken, wo man isst. Das betrifft aber alle Länder. Also ich würde auch hier in Deutschland nicht ausschließen, dass es manche Gastronomien gibt, wo man vielleicht doch nicht reingehen sollte, und um was zu essen. Aber so wie es jetzt zumindest scheint oder wie sie es jetzt erzählt hat, war es jetzt nicht der Fall, als dass sie selbst betroffen war, sondern wie du gesagt, ne, sie hat sich halt auf der App entsprechend informiert und war auch immer ganz gut und günstig. So, von daher kann ich den Punkt an sich jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen. Also gewissermaßen schon irgendwo, aber betrifft ja im Grunde genommen viele Länder. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch mir wünschen, dass man das so ein bisschen detaillierter benennt, ne, was da jetzt konkret. Oder meinetwegen Erfahrungsbericht zumindest mitteilt, dass sie halt, keine Ahnung, mal erlebt hat, dass dann der Magen verstimmt war oder. Ne? Also, ja, das fehlt mir. Was ich euch noch sehr empfehlen kann, ist, dass ihr lieber in solche Casas, Casa Particular geht. Dann seid ihr richtig im kubanischen Leben drin und wohnt dann bei einer kubanischen Familie, entweder in einem Zimmer von denen oder auch so ein separates Häuschen. Da kriegt ihr einfach viel mehr mit in so Casas und die meisten bieten auch immer ein richtig tolles Frühstück an für 5 Kuck, also auch wieder unter 5 Euro. Wir haben sehr wenig dafür bezahlt, für das, dass wir eigentlich sowas wie eine eigene Wohnung hatten. Zum Teil hatten wir 5 Euro pro Nacht pro Person gezahlt. Und das ist wirklich sehr wenig. Das ist Wir haben okay. es immer so gemacht, wir haben über Airbnb einfach geschaut, wo wir jetzt als nächstes hin möchten, in welche Stadt. Dann haben wir da geschaut und haben es gebucht. Und es ging alles sehr schnell und sehr einfach und richtig gut. Aber ihr könnt auch einfach durch die Straßen laufen. Jedes zweite Haus bietet es an, das steht dann immer draußen auf so einem Schild. Und ja, ganz einfach, ganz easy. Wenn ihr Muss ich auch sagen, grundsätzlich ist das eigentlich die beste Art und Weise, durchs Land zu reisen, ne? In die Casa Particular einmieten sozusagen und dann durchs Land reisen, kurzfristig schauen, wo man dann letztendlich unterkommt und zur Not halt meinetwegen auch Internetportale nutzen. Genau. zu einem anderen Ort wollt, dann haben wir es immer so gemacht, dass wir uns ein Taxi Collectivo gesucht haben. Da stehen sehr viele Leute auf der Straße und bieten das an. Und wir sind dann einfach immer zu so einem hingegangen, haben das mit ihm abgeklärt, wie viel das kostet. Der hat uns abgeholt von der Kasse, in der wir gewohnt haben, und hat uns dann auch wieder direkt zu der Kasse gefahren, zu der wir wollten. Das war auch sehr günstig. Wir haben, glaube ich, 30 Euro maximal gezahlt für 3, 4 Stunden, und es hat auch immer sehr gut geklappt. Wir haben auch manchmal gehört, dass es bei manchen nicht so gut klappt, dass die manchmal nicht kommen.
Aber bei uns, wir hatten jetzt, glaube ich, 5 Fahrten und es hat immer einwandfrei geklappt und war sehr gut. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Bus zu reisen. Die Stationen heißen Via Sul und da kann man dann hingehen und sich dann eine Fahrt buchen. Und wir wollten das auch machen, haben schon angestanden und dann kam so eine Frau und sagte, ja, alle Fahrten sind ausgebucht, wir können jetzt nicht mehr buchen. Und wir waren schon 3 Tage vorher da und deswegen haben wir dann Taxi Collectivo ausprobiert. Und seitdem haben wir dann immer nur Taxi Collectivo gemacht. Also finde ich gut, dass sie das so gemacht haben und auch da noch mal eine günstigere Variante gesucht haben. Ansonsten so Via Sul nochmal, das ist immer sehr überbucht. Ne? Es macht da tatsächlich Sinn, Via Sul im Vorfeld und teilweise weit im Vorfeld übers Internet zu buchen. Ne, man kann Glück haben, vor Ort direkt ja, eine Fahrt zu bekommen, aber sicherer ist es einfach, übers Internet schon vorher zu buchen, wenn man weiß, wann man fährt. Für uns war Kuba wirklich ein richtiges Highlight. Es war so witzig. Jeden Tag geht man raus und erlebt wieder neue witzige Sachen und kann es eigentlich kaum glauben. Also es war richtig, richtig cool. Die Leute sind auch alles so locker. Wenn man einfach vor die Tür geht, weiß nicht, man fühlt sich einfach wie in einer anderen Welt und es ist wirklich eine Reise wert, also sehr zu empfehlen, Kuba. Wenn wir daran denken, müssen wir einfach nur lachen, weil es einfach so lustig war da. Und ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal nach Kuba reisen. So, das war's mit den Tipps für Kuba. Also ich hätte jetzt tatsächlich, als das Video angefangen hat, nicht damit gerechnet oder nicht gedacht, dass sie es dann halt doch noch so positiv sieht und nochmal nach Kuba reisen wollen würde. Finde ich aber gut. Also gerade zum Ende hat man ja schon gemerkt, die Stimmung des Videos ändert sich nochmal so ein bisschen. Ne, das war dann halt nicht mehr ganz so negativ. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und lasst mir doch ein Like und ein Abonnement da, wenn ihr wollt. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle reich geboren mit einem vollen Konto. Auf diesem Konto direkt ist das nächste Video gestartet. Hallo. So, okay. Da geben wir doch gleich einen Daumen nach oben. So, okay, das dazu. Ich glaube, die Manila hat noch weitere Videos zu Kuba. Genau, hier haben wir 6 Minuten und 8 Minuten. Die gucken wir uns auch noch an. Vinyanes. Schön. Ja, ich muss hier nochmal ganz kurz stoppen, denn das interessiert mich jetzt. Haben wir verschiedene Länder besucht anscheinend, hat sie gesagt. Genau, das geht hier auch erstmal Kuba los. Danach Kanada, Vietnam. Okay, da werde ich dann privat wohl auch nochmal reinschauen. Grundsätzlich interessieren mich ja so Reisevideos insgesamt, aber hierfür für heute belassen wir es bei den Kuba-Videos. Und wünschen euch viel Spaß beim Zusehen. Hi Leute, heute gehen wir zum Strand. Das heißt, es soll ein wunderschöner Strand sein. Und ich freue mich richtig, weil das
das erste Mal ist, seitdem wir in Kuba sind, dass wir zum Wasser gehen. Und ich bin sehr gespannt. Die Kamera ist ganz schön shaky, ja? Und dann nehmen wir euch mit zum Strand. Also jetzt warten wir hier auf das Taxi, das uns zum Strand fährt. Gell? Genau. Ja, und jetzt warten wir hier auf der Veranda von einer kubanischen Familie. Na, so ist das. Sieht schon schön aus, ne? Also hat was. Ja. Und wir sind eigentlich durchgehend höchstens 50 gefahren und deswegen hat die Fahrt für 60 Kilometer knapp 2 Stunden gedauert, aber hat sich gelohnt. Ich frage mich gerade, mit was sie jetzt das Video aufnimmt. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik, ne? Aber ja, die Bildstabilisierung ist jetzt nicht so vorhanden. Also es ist tatsächlich teilweise ein bisschen anstrengend fürs Auge, aber gut. Schaut euch mal diesen Strand an. Sieht schon schön aus, ja. Und vor allem sind wir hier nur mit knapp 20 Leuten. Richtig schön. Sieht schon sehr schön aus, ne? Die Farben, das Blau. Tja. Müssen wir jetzt vorzeitig gehen, weil wegen dem da. Ich weiß nicht, ob man das so genau erkennen kann, aber der Himmel ist super schwarz und ja, deswegen gehen wir jetzt mal. So Leute, wir sind jetzt wieder da und ich habe die Befürchtung, dass wir einen sehr crazy Sonnenbrand haben. Stimmt. Das sieht stark danach aus, ja. Also, wir laufen und suchen uns was zu essen. Das ist total witzig, weil auf dem Weg gibt es Pferde oder Kühe, Hunde gibt es hier ganz viel. Achso, Hühner gibt es ja auch ganz viele. Und so trifft man hier einiges. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in Kuba. Und zwar haben wir uns heute dazu entschieden, eine Hotelanlage mit Pool zu besuchen, weil die Aussicht vom Pool aus sehr schön sein soll. Wir laufen jetzt dahin, das geht ungefähr eine Stunde. Und ja, mal sehen, was uns heute noch so Schönes erwartet. Und kaum ist man vor der Haustür, schwitzt man wieder. Man kann überhaupt nichts dagegen tun. Es lohnt sich auch gar nicht, sich irgendwie abzuwischen. Man schwitzt einfach und dann einfach. Man muss es ertragen. Stimmt. Richtig. So ist es. Wir dachten, wir nutzen die Zeit, um ein bisschen über unsere bis jetzt gemachten Erfahrungen zu berichten, wie es hier in Kuba so ist, unsere ersten Eindrücke. Und ja, und zwar war unser erster Eindruck, als wir in Kuba ankamen, dass das hier eine ganz andere Welt ist, als wir sie kennen. Oder ja, wie es halt in Deutschland so ist. Hier gibt es schon ist ja auch so. Gleich mal zwei Währungen.
okay, wir haben uns verlaufen. Noch ganz anders ist, ist, dass es nicht sehr üblich ist, hier Internet zu haben. Also man muss sich eine Karte kaufen oder mehrere Karten, um dann ins Internet zu können. Und Internet gibt es immer nur an bestimmten Plätzen. Also es gibt so Parks, da gibt es dann Internet. Und wenn man die Karte hat, kann man sich da einloggen. Und dann hat man Internet. Also eine Karte entspricht eine Stunde. Hier hat nicht jedes Haus... Gibt es verschiedene. Also es gibt verschiedene Karten. Ne? Das, aber grundsätzlich ist das schon wichtig. Spontan. Es ist warm, ja. Hier ist es warm, sehr warm. Damit ihr euch nicht wundert, das hier ist jetzt nicht der offizielle Weg zum Hotel. Da gibt es auch einen Weg auf einer ganz normalen Straße. Aber da gab es keinen Gehweg und deswegen haben wir uns dann für diesen abenteuerlichen Weg entschieden. Also wir sind jetzt hier angekommen im Hotel Los Jasmines oder Jasmines. Ich weiß nie genau. Sie ölen ein wenig. Oder das Jan benutzt. Und die Aussicht ist wirklich sehr schön. Und hier noch ein kleiner Pool für die Abkühlung. Genau, und jetzt genießen wir den Tag hier. Yeah. Ja, das war's schon. Okay. Okay. Dann wird das ja, glaube ich, das nächste. So, an der Stelle hatte sich meine Aufnahmetechnik verabschiedet, das heißt, mein Mikro hat aus irgendwelchen Gründen nicht mehr aufgenommen. Weiß jetzt nicht genau, warum und woran es lag. Aber habe jetzt hier einfach nochmal das Programm neu gestartet. Das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Und nun habe ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm gestartet. Und da würde ich jetzt hier wieder ansetzen und den zweiten Vlog durch anschauen. So, wir sind in Valadero. Und es geht nach Trinidad. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in Varadero. Ja, hallo. Wir sind schon seit ein paar Tagen hier und waren jetzt aber leider ein paar Tage krank. Und jetzt hat sie ja gesagt, sie waren ein paar Tage krank oder sie waren ein paar Tage krank. Jetzt hatte sie ja im ersten Video gesagt, naja, vielleicht Magenverstimmung, das wäre jetzt vielleicht der Grund. Oder im ersten Block haben wir auch gesehen, ja, die Sonne hat ganz schön geknallt, ne? Vielleicht war es auch ein Sonnenstich oder was anderes kann natürlich auch sein. Ne? Aber ja, jetzt haben wir vielleicht so mehr oder weniger die Auflösung zu der Frage. Deswegen waren wir eigentlich die meiste Zeit im Zimmer und jetzt gehen wir aber endlich zur Bär und ich bin gespannt. Jetzt kommt das Handy. Hallo! Da ist er. Unsere Sonnencreme ging aus und da mussten wir uns natürlich eine neue Creme kaufen. 20 COC. Einfach, nämlich, wir haben dann sowas wie eine Parfümerie gefunden, gell? Ja. Und wie viel hat die gekostet? 20 Euro. 20 Euro für eine, so eine Tube. So eine kleine Tube. Ja, man ja kennt's. Also jetzt laufen wir los zum Strand. Und sind gespannt. Also wir laufen jetzt noch schnell. Rapperin ist auch noch. Weil wir müssen noch schnell eine Unterkunft in Trinidad buchen. Da fahren wir nämlich übermorgen hin. Dann müssen wir uns noch schnell Wasser kaufen. Und das war's. Und dann gehen wir zum Strand. Also wir sind jetzt in so einem Einkaufszentrum. Und da gibt es WLAN. Normalerweise sind es immer solche Parks. Und hier kann man dann ins Internet und deswegen chillen hier auch die ganzen Leute am Handy. Also Leute, wir haben jetzt die Unterkunft in Trinidad gebucht und jetzt müssen wir noch schnell Wasser für den Strand kaufen und ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, wie so ein Supermarkt hier aussieht. Dann haben wir jetzt hier auch entsprechend die Antwort auf die Frage, als sie einfach nur gesagt hat, ja, die Geschäfte sind anders, aber wie anders? Ja, man sieht es ja hier schon ganz gut. Ne? Letztendlich
Gut, in dem Falle sind die Regale alle gefüllt. Das ist oftmals eben nicht der Fall, aber sie sind halt gefüllt mit immer den gleichen Dingen. Also die Auswahl ist natürlich auch weitaus geringer. Also ich denke mal, das hat sie vorhin gemeint. Sind die eigentlich viel kleiner. So, und jetzt laufen wir gemütlich zum Strand. So Leute, wir sind jetzt angekommen und es sieht wunderschön aus. Sieht wirklich wunderschön aus. Also an den Cayo Jutias kommt bis jetzt ja immer noch kein Strand. Ich muss auch sagen, immer wenn wir nach Kuba fliegen, entweder in den ersten Tagen, wenn wir ankommen, oder halt mindestens dann 1, 2 Tage, bevor wir wieder zurückfliegen, Strandtag. Ne? Sei es halt in Guadalajara oder halt eben in Varadero kurz vor dem Rückflug, wenn man dann über Varadero fliegt. Ne? Aber das muss auf jeden Fall sein. Aber ich finde, das hier ist auch ziemlich nice. Und wie man sehen kann, sind hier auch wieder sehr, sehr, sehr wenig Menschen. Kuba ist nicht so ein touristenüberlaufenes Land und das merkt man hier richtig. Schon gefunden. Weil das ist hier auch immer ein Problem. Irgendwie kann man sich nirgends so Sonnenschirme kaufen oder wir haben halt noch einen Laden gefunden, der Sonnenschirme verkauft. Hier gibt es nicht so viele Leute, Ah, der Wind stört ganz schön, ne? so Sonnenschirme, wo man sich das halt für einen Tag mieten kann. Wir haben den Strand jetzt wieder verlassen. Und müssen uns jetzt aber noch ein Taxi suchen, das uns dann übermorgen nach Trinidad fährt. Hier ist es so, dass es immer so Taxi-Kollektivos gibt. Die bringen uns dann direkt zu dieser neuen Unterkunft. Genau, jetzt müssen wir nur noch so jemanden finden. Hier noch ein kleiner Einblick auf die Straßen von Kuba. Straßen von Kuba, ne? Also das sieht ja schon fast europäisch aus hier. Meine Straßen von Kuba zeichnen sich eher dadurch ab, dass sie halt sehr viele Schlaglöcher haben und die Fahrbahnmarkierung nicht vorhanden ist. Natürlich jetzt niemanden gefunden, der das anbietet. War ja klar, wenn wir aktiv auf der Suche sind, dass wir dann niemanden bekommen. Sonst sprechen die uns alle 5 Meter an und fragen uns. Und? Ja. Wir haben uns jetzt noch schnell einfach Nudeln mit Tomatensoße gemacht und essen jetzt auf der Dachterrasse mit Meerblick. Tschüss. Guten Morgen. Ja, jetzt ist schon der neue Tag und wir gehen jetzt gleich kurz frühstücken und dann müssen wir wieder los, um uns darum zu kümmern, wie wir nach Trinidad kommen. So sieht unser Frühstückstisch aus. Aber gleich kommen noch die anderen Sachen: Früchte, Pancakes, Ah Omelette. ja. Tee oder Kaffee, je nachdem, was man möchte. Brot. Und Saft, und frisch gepressten Saft. Früchte aus, die wir immer bekommen, immer sehr viel. Hier auf Kuba gibt es nur eine Art Brötchen, und zwar diese hier, wie so Burgerbrötchen. Oder ganz Körnerbrötchen? normale Toasts. Hier noch so ein bisschen Pancake. Spiegeleier und Sandy hat wir sind jetzt fertig mit dem Frühstücken. Wenn man sich hier so eine Ferienwohnung oder so ein Zimmer mietet, bei denen die Eigentümer auch in der Nähe wohnen oder nebenan, dann kann man sich
sich ein Frühstück zubereiten lassen für 5 Cook. Das sind ungefähr umgerechnet so knapp 5 Euro. So Leute, da wir hier nicht den Friseur unseres Vertrauens haben, muss ich das jetzt mal machen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir haben uns jetzt provisorisch in der Dusche Platz gemacht und ja, mal sehen, wie es aussehen wird. So, hello, jetzt ist schon ein neuer Tag und ja, wir haben ja Sunny gestern die Haare geschnitten, aber es war viel zu dunkel, um noch irgendwie was zu filmen, okay, und das Endergebnis zu zeigen, deswegen zeige ich es euch mal jetzt. Also so sieht jetzt das Ergebnis aus. Wie sah er vorher aus? War doch genauso, oder? Und, was sagt ihr? Ja, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber immerhin. Bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden. Jetzt warten wir noch auf unser Taxi, das uns nach Trinidad fährt. Und ja, dann sehen wir uns in Trinidad wieder. Schnitt, Trinidad. Nach Tatsache. Ja, circa 4 Stunden Fahrt sind wir jetzt in Trinidad angekommen. Okay. Und jetzt wollte ich euch mal die Unterkunft zeigen, weil ich es bei den anderen allen immer vergessen habe. Und ja, zeige ich sie euch mal. Eine Hängematte sehe ich schon. Schön. Schaut sich halt auch so ein bisschen typisch aus, ne? Aber schön sauber. Alles geordnet, alles gut. Kann man sich einquartieren. Da ein Ausflug. Aunque tú me has echado en el abandono. Voy a reír. Okay, nur einen kleinen Mark Anthony am Ende. Schön, schönes Video. Gebe ich gerne einen Daumen nach oben. Hat mir gefallen, auch generell beide oder alle drei Videos eigentlich waren wirklich gut. Haben einen kleinen Einblick gegeben. Für meinen Geschmack war halt die Bildstabilisierung ein kleines Thema. Da könnte man vielleicht nochmal ran. Also nur dadurch, dass ihr jetzt so Reisevideos macht, das wäre vielleicht nochmal ein Punkt zu sagen, okay, eine Bildstabilisierung sollte schon irgendwo da sein. Ja, mit einem Gimbal kann man das ja relativ schnell machen. Ist jetzt auch keine Kritik oder ist einfach nur Meckern auf hohem Niveau. Ne? Also an sich hat es mir wirklich gefallen. Und ja, jetzt kann man, glaube ich, seit einem Jahr kein Video mehr von ihr. Wurde, denke ich mal, durch Corona gestoppt, die Reise. Ja, von daher würde mich freuen, wenn da weitere Videos kommen, denn ich gucke gerne Reisevideos und von daher, unabhängig von Kuba, interessiere mich generell auch andere Länder und von daher würde ich da gerne reinschauen. Okay, dann war es das schon wieder von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.